Also zunächst würde ich gerne die beiden Künstler des heutigen Abends an meine Seite bitten, liebe Dana, lieber Jan. Ich freue mich sehr, Sie herzlich willkommen zu heißen heute zu der Eröffnung der Ausstellung Zwielicht. Zwielicht, Twilight, wie es im Englischen heißt. Diese Worte betonen sehr das Zwie, das Doppelte. Das ist etwas gibt, was sich verbirgt hinter der Oberfläche. Wenn wir von Zwielicht reden, dann befinden wir uns in der Dämmerung. Es geht um den Übergang vom Tag in die Nacht, darum, dass die Dunkelheit allmählich die Wahrnehmung unsicher werden lässt. Und ich denke, es ist kein Zufall, dass sehr häufig die Dämmerung und das Zwielicht als Analogie oder Metapher für das Unbewusste des Menschen verwendet wurden. Also als Versuch, einen Vorstellungsraum zu finden für die Träume, für all das, was uns ja von uns selbst vielleicht unergründlich ist und dem wir selbst manchmal hilflos gegenüberstehen. Ich denke vielleicht, dass für diese Ausstellung und die Bilder, die wir von Jan und Dana heute Abend hier sehen, diese Idee oder dieser Begriff Zwielicht ganz gut geeignet ist, um eine Art Linse oder Objektiv zu haben, um in diese Bilder einen Zugang zu finden, weil der rote Faden, wie ich das für mich sehe, derjenige ist, dass diese Bilder sich an einer Gratwanderung befinden zwischen der Innenwelt, der Außenwelt und dem, was wahr zu sein scheint und dem vermeintlich Verborgenen oder einem anderen, tieferen Gehalt. Die Künstler, wie gesagt, sind einmal Dana Benevitz und Jan Bäumelburg. Dana Benevitz ist 1974 in Berlin-Köpenick geboren, also eine Alt-Berlinerin, könnte man sagen. Und sie lebt und arbeitet aber heute in Brandenburg, also im Umkreis von Berlin. Das Charakteristische an ihren Bildern ist, dass sie eine besondere Faszination für märchenhafte und mythologische Illusionsräume schafft. Und nach meiner Wahrnehmung, das sind also nur als Vorstellung, hätte sie zum Beispiel diese Bilder oder das ganz rechts an der Wand, macht sie die sichtbare Welt eigentlich zu einem Symbol, also zu etwas, das potenziell geheimnisvoll ist und uns irgendwie im Ungewissen lässt, was sich dahinter eigentlich verbirgt. Und die Raffinesse dieser Bilder für mich liegt darin, dass sie mit einer sehr detaillierten und sehr natürlichkeitsfreundlichen und dem Interesse an der Beschaffenheit von Gegenständen im Detail versehenen Arbeitsweise gemacht werden, aber eigentlich damit etwas darstellen wollen, was gar nicht darstellbar ist. Also sprich eine Welt unserer Träume, die Stunden, in denen wir sehr einsam sind, unsere dunklen, nächtlichen Minuten, in denen wir über Dinge nachgrübeln, die uns der Alltag dann wieder nimmt. Und das finde ich ist irgendwie eine sehr, sehr interessante Wendung, die diese Bilder machen. Noch etwas zu der Arbeitstechnik zu sagen. Dana arbeitet mit einer historischen Lasurtechnik, die sie sich sehr, sehr lange in Studien von Kunstwerken in Museen und literarischen Schriften angeeignet hat. Und man sieht es dann, wenn es später noch lichter wird als jetzt, besonders gut, wie leuchtend die Farben in diesen Bildern aufgrund dieser Arbeitstechnik sind. An deiner Seite, oder jetzt an meiner, ist Jan Bäumelburg. Er ist 1965 geboren.
in Neustadt am Rübenberge, das ist in der Nähe von Hannover. Und er hat an der Hochschule der Bildenden Künste in Braunschweig studiert und 1990 da sein Diplom gemacht und den Meisterschüler bei Roland Dörfler. Und was ich sehr, sehr wichtig finde, wenn man sich deine Bilder anschaut, im Hintergrund ist, wie unglaublich reichhaltig dein Genre ist. Also man könnte anfangen bei Zeichnungen, bis hin zu Stilllebenmalerei, Porträtzeichnungen, Urban Porträtmalerei, Landschaftsmalerei, Collagen, witzige Objekte hast du gebaut, bis hin zu Kunst am Bau sogar, wo du sehr viele öffentliche Projekte realisieren konntest. Und das Interessante ist, dass sich das, denke ich, in deinem Werk immer miteinander verschränkt und man Aspekte aus dem einen oder anderen Genre in den anderen wiederfindet. Und das finde ich sehr interessant, auch zur Interpretation und Durchdringung von deiner Herangehensweise. Noch mal etwas über die Bilder zu sagen, die jetzt hier in der Ausstellung vor allem präsent sind. Die sind alle, oder die meisten von 2018. Und die bilden eine gewisse neue Motivik, die inspiriert ist durch Fotografien aus deiner alten Familiengeschichte, aus denen du so Versatzstücke entnimmst. Meistens sind das ja figurative Situationen, wo Menschen zueinander stehen, auf eine interessante Art und Weise. Und die werden einfach völlig aus dem Kontext genommen und in einen neuen Bildraum versetzt. Und atmosphärisch sehr verdichteten oder sich ins Diffuse auflösenden Landschaften oder Orte, also einen sehen wir direkt hinter uns, den Kornkreis, die nehme ich als etwas wahr, das sich einkehrt eigentlich in die Innerlichkeit der Figuren, die darauf zu sehen sind. So, und damit haben wir eine Brücke in diesen Bildern geschlagen zwischen der Außen- und Innenwelt wiederum, dem Rationalen, dem Gefühlsmäßigen und dem Wissen und irgendetwas Geheimnisvollem, was sich dem immer wieder entzieht. Und alle weiteren Fragen, die jetzt vielleicht entstanden sind oder das Bedürfnis, sich selbst an die Künstler zu richten, bitte ich dann im Nachhinein gerne zu tun. Und jetzt freue ich mich schon aus einem gewissen Ritual, was hier im Artstudio Maria Wirth entstanden ist, heraus, dass wir auch wieder eine nochmal ganz andere Interpretation über die Musik haben werden, dieses Themas, und zwar durch Nikolai Ivanov und Alai Weirat. Nikolai ist ein bulgarischer Filmkomponist, der sehr erfolgreich ist und ein Multiinstrumentalist, der sich im Bereich Ethno, Ambient und Jazz aufhält und ein unglaublich vielfältiges Spektrum hat. Und Anai mit ihren Wurzeln in Chile begleitet ihn dabei auf wundervolle Art. Und damit wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und danke für die Aufmerksamkeit.